Der Schwarzwald, das größte Mittelgebirge Deutschlands, 6000 Quadratkilometer groß und über 100 Berge, die die Tausendermarke erreichen, wovon der Feldberg mit 1493 Meter der höchste von denen ist. Der Schwarzwald war ursprünglich mal ein Mischwald, wurde aber Mitte des 19. Jahrhunderts durch intensive Nutzung fast komplett entwaldet und mit Fichtenmonokulturen wieder aufgeforstet, deren Besuch mir beinahe ein jähes Ende beschert hätte. Und ich? Ich bin auf dem Weg dorthin. Nachdem ich am Vortag einen neuen Gummi noch aufs Hinterreifen gezogen habe, mache ich mich früh am Tag auf den Weg ins 380 Kilometer entfernte Aschaffenburg. Früh zeigt sich, was die Reise für mich geplant hat. Maske vergessen, die GoPro hat ein komisches Sichtfeld in der Einstellung, mir ist ein ganzer Tag Daten abhandengekommen und das Wetter spielt verrückt. Diese missgünstigen Probleme lassen regelrecht den katastrophalen Beinerunfall am letzten Tag schon fast erahnen. Das wechselnde Wetter zwischen Regen und Sonne spielt das Wetter der nächsten Tage gut wieder. Doch noch lasse ich mir nicht meine Laune nehmen. Ich laufe noch ein wenig durch Aschaffenburg, mache ein, zwei Fotos und gönne mir noch einen Burger, bevor ich abends ins Bett falle. Am nächsten Morgen genieße ich noch einen Blick auf die Main, während ich auf dem Weg bin in meine 340 Kilometer entfernte Ferienwohnung in Schönwald, die direkt an der B500 liegt. Die B500 ist die Schwarzwald-Hochstraße und ist bekannt für ihre Panorama. Sie fängt von Baden-Baden an und endet in Freudenstadt. Allerdings kann ich die Straße nur eingeschränkt empfehlen. Doch dazu später mehr. Es geht über Amorbach Richtung Pfalzgrafenweiler über St. Georgen in den Schwarzwald. Genau zwischen Triberg, die bekannt ist für ihren 163 Meter hohen Wasserfall und damit zu den höchsten in Deutschland gehören, und Furtwangen, die als Uhrenindustrie bekannt und Startpunkt der Uhrenstraße ist. Während sich noch die Sonne von der besten Seite zeigt, schlänge ich nur so Kurve um Kurve die Kilometer. Aber das Schlechtwetter ließ nicht lange auf sich warten und ich werde klitschnatz kurz bevor ich mein Tagesziel erreicht hätte. Der nächste Tag hält leider nur Regen bereit, also erstmal Kaffee trinken und einen Tag Pause ein.
vierten Tag geht es für mich in den Nordschwarzwald. Es geht die komplette B500 bis Baden-Baden lang und über Gernsbach, Ernst-Klößerle an Freudenstadt vorbei in St. Georgen und zurück in Schönwald. Vorbei am größten Klo der Welt schlängelt nämlich der B500 entlang, die zwar sehr schön ist, aber aufgrund des Verkehrs mit Touristen eher bedingt als spaßige Strecke zu bezeichnen finde. Trotz des hohen Besucheraufkommens liegt die Strecke zumindest optisch zum Genießen ein. Jetzt mache ich einen kleinen Halt, um den Aussichtsplattformen ein Foto zu schießen, bevor ich weiterfahre. Am Mormelsee wollte ich ursprünglich eine Pause machen, doch der überlaufene Ort hat mich eher abgeschreckt und ich habe daher nur eben ein Foto gemacht und bin dann auch weitergefahren. B500 kurz vor Baden-Baden ist durchgängig auf 70 km/h beschränkt, die keine Woche nach meinem Besuch für eine deutschlandweite Schlagzeile gesorgt hat. Ein weiterer Tag voller Regen. Ich konnte zwar eine kleine Runde fahren, doch leider sind die Daten weg. Zumindest abends sind die Wolken verschwunden und ich habe meine erste Versuche in der Astrofotografie unternehmen können. Mein letzter Tag im Schwarzwald war eine nette Runde im südlichen Schwarzwald sein. Die Runde geht über Waldkirch, durch Freiburg, über den Ochsenberg bzw. Schauinsland, deren Straße am Wochenende für Motorfahrer gesperrt ist, und weiter nach Tottenham vorbei am Schluchsee und Tittisee und wieder zurück. Der erste Halt ist auf dem Kandel. Mit seinen 1204 Meter Höhe kann man gut auf die französischen Vogesen schauen. Die Straße ist etwas holprig auf einer Seite, aber die Sicht ist Wahnsinn. Ich muss ein Stück durch Freiburg, um über Schauinsland mit seinen 1284 Meter Höhe, die auch mit einer Seilbahn zu erreichen ist, zu fahren, die am Wochenende für Motorfahrer auch gesperrt ist. Der südliche Schwarzwald kann durch seine Schönheit mich weit überzeugen und wie ich finde, geringeres Verkehrsaufkommen meine Freude am Fahren weiter steigen. Die wirklich schön zu fahrenden Kurven im Schwarzwald erklären mir, warum diese bei Motorfahrern so beliebt ist und was diese Beliebtheit für eine Schattenseite hat. Am Schlusssee ist es nämlich soweit. Es wäre beinahe das Schlimmste passiert, was beim Fahren passieren kann. Aber erstmal zum Anfang. Diese drei gehören zu einer 15- bis 20-Mann-Gruppe, wie ich später feststellen konnte. Warum sie sich von den anderen getrennt haben, weiß ich nicht. Aber das bringt den Stein zum Rollen. Ich habe noch selber versucht, die ersten Kurven den hinten dran zu bleiben, doch mein Kopf hat zugemacht und anstatt mich in die Kurve zu legen, habe ich mich mit einem starken Bremsmanöver retten müssen. Und ich bin jetzt auch nicht gerade ein Kurventäumer. Kurze Zeit später taucht der Herr hier auf, der selber versuchte, den hinten herzukommen. Und geläutert durch meinen Fahrfehler habe ich mir auch erstmal nichts weiter dabei gedacht. Bis er zum Überholen ansetzt und beinahe sich, den Audi-Fahrer und mich in Gefahr bringt. Nur das Ausweichen des Audi-Fahrers hat uns aller Gesundheit gerettet. Zwei Sachen habe ich. Erstens,
Wenn ihr jemanden überholen wollt, haltet 20 Meter Abstand zu dem, den ihr überholen wollt und schert da aus. Da hätte man das Auto schon sehen können. Und zweitens, ich finde es unglaublich schade, dass ich so viele schlechte Begegnungen mit Motorfahrern hier hatte. Ich bin schon einige Kilometer durch Deutschland gefahren und nirgendwo hatte ich so viel schlechte Erfahrung gesammelt wie hier. Ständig ist man von solchen überholt worden, die im zweiten und 140 km/h die Kurve hoch und runter juckeln. Das entschuldigt bei Weitem solche Aussagen nicht. Aber wenn man ständig als Verantwortlicher mit solchen Fahrmanövern wie hier konfrontiert wird, dann ist für einen auch diese Gruppe schuld. Für meinen Teil werde ich sicherlich hier nochmal herkommen. Die Landschaften sind atemberaubend, die Kurven machen unheimlich viel Laune und der Schwarzwald ist viel zu groß für eine Woche mit dem Motorrad. Ich werde jetzt erstmal 67 Kilometer weiter Heimreise antreten und wünsche euch alle Zeit gute Fahrt. Bis zum nächsten Mal.